Zucker hat uns fast weggesackt, also den guten Miku. Er war so salzig, Leute. Willkommen zum nächsten Part von der Pokémon Feuerrot Zoolink Nuzlocke Challenge. Feuerrot Blatt Grün. Erinnere mich nicht daran, Challenge. Meine Fresse. Sorry, Zucker hat uns fast weggesackt. Boah, waren die übel. Die waren und richtig übel. Und unser Team ist eigentlich ganz nice, ne? Wir kamen ganz gut zurecht. Jupp, wir haben Zucker weggehauen. Wir haben es nicht gelevelt, haben wir nicht. Wozu auch? Brauchen richtig. Wir nicht, wir haben ja erst vor kurzem alle gelevelt. So, dann gehen wir weiter. Scheiße, ich muss erstmal Zucker rausholen, leider Gottes. Weil wir Zerschneider ja, brauchen. Ja, der ist ja nur zum Zerschneider, ne? Genau, damit wir unseren Encounter gleich fangen können. Ich würde gerne Ruto... War ja hier nicht irgendwann mit dem Fukano? So, Zucker wird mal schnell ausgetauscht gegen Long. Hm. Long holen wir gleich wieder zurück. Longchlong Silver. Longchlong Silver, genau. Weil wir brauchen ihn nur für unseren Encounter. Ich kämpfe ja schon mal gegen einen Pipi. Oh, in der vierten Arena wird das ätzend. Ja, da musst du auch Zerschneider können. Sonst kommst du da nicht rein. Stimmt. So, dann kämpfen wir mal gegen die. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Relaxo. Ist Relaxo süß? Gerda, Alter. Ist Relaxo süß? Nee, eigentlich nicht, aber Pipi ist jetzt auch nicht unbedingt süß. Pipi ist auch nicht unbedingt süß. Da hast du recht. Was ist eigentlich dein süßestes Pokémon, was du am süßesten findest? Pikachu. Sorry, das ist einfach. Das ist doch nicht süß, Alter. Natürlich ist Pikachu süß. Es aber als ob Pikachu süß ist. Es ist die süßeste Maus ever. Das Ding ist doch nicht süß. Doch. Das Ding ist höchst nervig. Das Ding ist richtig süß. Anders als gewisse andere Ratten in Mikus Team. Das Ding ist ja sowieso nicht süß. Was ist denn dein süßestes Pokémon? Was ich am niedlichsten finde, ja. Ist halt schwer, ne? So am niedlichsten... Pipi. Nein. Am niedlichsten. Welches Pokémon finde ich am niedlichsten? Oh, komm. Engel hat hier. Engel hat Knilz was so niedliches an sich. Knilz? Knilz. Der ist doch nicht niedlich, Knilz. Alter. Kommst du da raus? Engel finde ich das. Engel finde ich das Ding niedlich. Diesen Knilch, Alter. Diesen Knilch. Ja, diesen Knilch. Kapilz ist dann wiederum. Nicht mehr so niedlich. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler und jetzt kommst du mit einem Pick da mit Geofisu an, du Lappen. Oh, er hat nee, Fukano, Alter. Schon sagte. Süß. Nee, schon sagte. Knilz, Alter. Knilz ist das Knilz. Hässlichste das Pokémon, was existiert. Das ist aber, sein Ruf ist auch geil. Sein Ruf ist auch geil. Knilz. 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 War zumindest im Anime, ne? Jupp. Wieso senkt er meine Def? Was bringt ihm das? Er greift doch eh fast nur speziell an. Oh, Spongy braucht halt unbedingt bessere Attacken, ne? Jetzt setzt du Brille ein, du mieser Hund, Alter. Ja, gut, dann hol Tankenrock halt rein, du Vollidiot. Intensität. Intensität 8. Uff, Brudi. Das war's dann für dich. Ja, dann kommen wir jetzt unter unseren Counter, ne? Ja. Ich warte auf dich. Mhm. Vulpix! Oh, ich hätte. Gute Boy. Ich hätte so gern einen Vulpix, ne? So, ich warte auf dir. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich töte Vulpix gerade mit Tankenrock. Tankenrock hat Vulpix umgebracht. Nice. So. Ich heiße nicht Rick! Ach, SpongeBob, ja, die guten alten Folgen. So, wollen wir? Yes. Dann rein. Mein Encounter ist ein Okko-san. Rerollen, Alter, tschüss. Oh, hier ist ein Item. Yonago-Beere. Oh, da sind drei Items. Oh, mein Encounter. Oh, ich hab... Hast du schon. Ich hab Ghost Catch schon. Ich reroll dann mal. Brunusbeere. Mal gucken. Sandan habe ich schon. Sandan hat er schon. So, mal gucken. Taubsi habe ich schon. Oh Leute, das kann jetzt lange dauern, bis wir einen Encounter finden. Oder wir entscheiden uns halt einfach einzufangen. Ein Diafragma-Bäre. Rettan.
Okko-san will, dass du ihn fängst. Er will Nein, es. Nein, Okko-san. Och Mann, warum kriege ich jetzt immer diese Mistschlange? Ich möchte gern Vulpix. Ja, das wäre schon nice. Ich glaube, das ist sogar das einzige Pokémon, was wir hier als Encounter encountern können noch. Ich hoffe es. Das war jetzt der Hattrick mit einem Rattan, ne? Echt? Ja. Die Kackschlange mag ich. Es ist nicht so wie Onix, ne? Es besteht nicht aus Kack. Die habe ich schon. Ja. Oh, die haben wir hier alle, Alter. Was wollen wir denn machen? Wir müssen uns für einen Encounter entscheiden. Oder wir lassen den Encounter erstmal aus. Ich würde sagen, wir warten noch 3 Encounter ab und dann entscheiden wir. Ja, okay. 1. Ja! Jo, du kriegst gleich Vulcano! Ja! Nice! Nee, dann will ich auch ein neues Pokémon. Weil dann gibt es ja hier 4 verschiedene. Oh, da geil! Da habe ich Pech gehabt. Oh, cool! Okay, da habe ich also nur Pech gehabt. Das ist sehr gut. Das heißt, bei dir müsste es Vulpix geben. Ja. Komm, bleib einfach drinne, Vulcano. Ich weiß, dass du es willst. Du möchtest gerne in mein Team. Das Ding ist, Vulpix wäre halt schon nice für die 4. Arena. Du hast Rattan, ich hab Sandan immer. Ja. Ja, ich hab Vulcano. Sehr schön. Ja, yes, das Vulpix. Endlich. Oh, Vulpix und... Ja. Geil! Oh, danke. Das irgendwie der Nuzlocke. Wir haben das Glück, dass wir alle Pokémon schon gefangen haben, ne? Ja. Es ist sehr freundlich und bleibt den Menschen treu. Durch Bellen und Beißen versucht es Gegner zu verscheuchen. Und wir können die sogar schon in Prismania City entwickeln, ne? Echt? Ja, Vulpix und Vulcano entwickeln sich per Feuerstein. Glaube ich. Er kann nur Glut, du kannst ihn so oft fangen, wie du willst. Ja, Vulcano, ein Spitzname. Wie nenne ich ihn denn? Ich weiß, wie ich ihn nenne. Ist zwar echt richtig einfallslos, aber ich nenne ihn... nicht. Ich wollte ihn Rex nennen, aber jetzt benenne ich ihn mal wieder nach einem Abonnenten. Ich glaube, er hieß... Sasoru. Oh, please. So, Sasoru. Nein! Nein, was hast du gemacht? Erdbrille eingesetzt. Danke, du alter Zerstörer. Und ich war zu geizig für Superball. Oh, Sasoru, ich hab dich gerade gefangen und jetzt darf ich dich wieder freilassen. Oh, es tut mir so leid, Sasoru. Tut mir leid. Tschüss. Das wäre so gut für geworden. Da seht ihr es. Der gute Miko XC hat's halt wieder richtig verkackt, Alter. Oh, ich kann ihn jetzt gerade erwürgen. Richtig hart. Oh, Mann. Das ist so typisch, ne? Aber ich kann nicht wissen, dass der Vieh Brüller kann. Du hättest einfach einen Superball einsetzen sollen. Oh, ich krieg die Poison, Alter. Oh. Du brauchst gar nicht so grinsen. Ich find's lustig. Du hast gerade Sasoru gekillt und wir freuen uns noch. Vulpix und Vulcano und dann... Ja, toll. Zu geizig um... Oh.
Oh, das wäre so gut gewesen, Alter. Ach ja. Es war aber klar, dass der gute Miko XC wieder verkackt, Alter. Miko XC, du alter Zerstörer. Du hast gerade unseren Traum von einem Volnona und einem Akani versaut. Und jetzt kriege ich das zweite Mal die Poison. Ach, du willst mich doch verarschen, Alter. Als wenn ich das wissen, als wenn ich das wollte, weißt du? Ich habe eine Pflanzenarena vor mir, weißt du? Ich wette... Aber kann ich das ahnen, dass ich plötzlich das Brille einsetzt? Ich wette, in echt hast du so... ich warte nur darauf, bis der Brille einsetzt. Ja, genau. Ich mach's dann selber in der Pflanzenarena schwerer. Genau. Das war mein Ziel. Oh. Kriegen wir irgendwo noch ein fucking Evoli geschenkt, wo wir Feuerstein nutzen können oder so? Ich glaube nicht, ich muss switchen. Was soll ich gegen Slimer tun? Slimer. Ich gehe zu Tankenrock. Das kannst du nicht ausdenken, ne? Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Könnte weinen. Und wow, Intensität 10, Alter, das ist die stärkste Intensität. Weinen könnte ich. Du hast mein armes Sasoru umgebracht. Flug ist stark im Kampf, ne? Flug ist stark, ja. Okay. Ich dachte, du wolltest. Ich bin mir nicht, bei manchen nicht mehr sicher. Aber es ist nur ein Taubsi. Oh, wie viele Schritte kann ich gehen? 35 und 43. Oder dein Pikachu. Nein, Spongy ist tot! Mach nicht diesen! Das hätte ich gewusst. Ich habe gerade gesehen, auch bei dir die ganzen Pokémon. Ja, gut, stimmt. Ach, Pikachu. Erst kriege ich kein Pikachu im Vertania-Wald und jetzt versaust du mir auch noch ein schönes Fukano, Alter. Deswegen warte ich mit Spitzen immer ab, bis du auch Pokémon gefangen hast. Wir beide voll verzweifelt in die Cam. Oh, Scheiße, Alter. Jetzt kannst du niemandem erzählen. Ist das irgendwie in deinem Lieblings-Pokotuber schon passiert? Ja. Sephiron, ja? Ist das schon passiert. Mit Sicherheit. Es war ein Crit. Und Pummeluff ist auch tot. Sehr schön. Hast du die beiden Trainer hier schon besiegt, den Doppelkampf? Nee. Ich bin da vorbeigelaufen. Die haben mich nicht irgendwie angegriffen. Deswegen dachte ich so, okay, dann halt nicht. So, ich habe die getötet schnell. Free EP, würde ich sagen. Sasoru, ich vermisse dich jetzt schon. Frisch gefangen und gleich wieder in die Freiheit entlassen. Dieser Part ist eine absolute Katastrophe. Und der ist bei dir zu sehen. Ja, und du lässt die hinterher auch nochmal, während du das anguckst, nochmal sagen, während im Schnitt so: Oh Mann, warum war er so geizig und benutzt keine Superwelle? Ja, im Schnitt werde ich anfangen zu weinen. Naja, genug traurig gewesen. Sasoru ist nun mal hinüber. Wir sollten wieder etwas besser gelaunt sein. Aber... Ich würde sagen, Totgeburt, ne? 3 von 3 Totgeburten. Das ist übrigens schon das zweite Pokémon, was du killst. Ey, komm, du hast mit Katarabalon angefangen, ja? Stimmt. Im Vertania-Wald, ich erinnere mich. Du bist auch nicht die Unschuld vom Lande. Bitte nicht die Poison, Alter. Wenn du mir die Poison gibst, Nidoran, dann reiß ich dir den Kopf ab und scheiß in deinen Hals rein. Nidoran sieht auch so aus, als wenn sie darauf stehen würde. Nidorina meinst du? Nidorina meine ich. Nidorina, ja, meine ich ja. Oh, 3 Level noch. Dann wird sich Spongy entwickeln. Loretta, Alter. Loretta.
Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Ja, tatsächlich. Der hat einen Smogmogon. Die hat 5 Pokémon. Was? Oh. Wisst ihr, erst stirbt uns wegen Miku, also nicht wegen Miku, sondern wegen Vulpix, Sasoru weg. Dann darf ich noch gegen den Trainer kämpfen, einfach fucking 5 Pokémon hat. Bleibt mir denn in diesem Part nichts erspart? Vielleicht beim nächsten Encounter, vielleicht haben wir da Glück. Wenn da ein Vulpix nochmal kommt, das dann setzt du einen Superball ein. Oder schläferst den Lappen ein. Ich hab gelernt. Ja, aber Schläfern ein bringt nichts. 50-50 bei mir. Bei mir? Weißt du, für was wir da hätten gebrauchen können? Dick damit, auswegslos. Ja. Falls das überhaupt funktioniert, klärt uns in den Kommentaren, ob ihr ein Pikachu, Alter. Alles gewone-hittet. Schau, was du getan hast. Ja, ich hab dein Pokémon getötet und jetzt. Genauso wie Miku mein Sasoru getötet hat. Ich hab das Sasoru nicht getötet. Du hast es eigentlich offiziell noch nicht mal gefangen. Ich musste es freilassen. Oh, ich hab die Poison. Ja, nice. Oh. Wollen wir in diesem Part wenigstens noch diese Route abschließen? Ja, ich würde sagen, wir fangen noch den nächsten Encounter, ne? Wollen wir den nächsten Encounter noch fangen? Ja, okay. Machen wir. Ja. Aber es sind hier noch einige Trainer, die warten. Also würde der Part dann halt ein bisschen länger gehen, ne? Mhm. Hat die einfach 3 Mauzis, Alter? Mach nicht diesen, Alter. Boah. Mach nicht diesen, Switch raus. Wenn du meinen Karpfen tötest, Alter, dann erwürge ich dich halt. Ja, das musst du einfach nur durch die Tür, denn die Leute wissen ja, wir sind Nachbarn. Ja, richtig. Ja, miauts, Alter. Geh weg, ey. Blöde Kuh. Hier ist noch so ein Biker. Mach den Weg frei oder ich überfahre dich. Was, du willst ein kleines Mädchen überfahren? Mich? Wird Zeit, dass mein Pokémon dir deinen Kopf abreißt. Ich gehe mal kurz zurück zu Dingens. Wie viele KP hast du noch? Achte drauf. 21. Zähl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das geht noch. 9, 10. Hör auf damit! 11. Oh. Flammenwurf! Oh, endlich! Spongy lernt mal eine gute Attacke, Alter! Weg mit der Rauchwolke! Weg mit dem Schrott! Ach ja, so kann man die ärgern, ne? Ja. So, jetzt kann Spongy endlich Flammenwurf, Alter! Läuft! Und Flammenwurf tötet Slimer gleich mal One-Hit, Alter. Anders als beschissene Glut. Wieso gehst du eigentlich Wieso gehst du eigentlich an den beiden Trainern oben vorbei? Weil ich keinen Bock habe, gegen die zu kämpfen. Free EP, du brauchst das für die 4. Arena, Alter. Ja, das geht halt schnell, wenn ich stärker bin. Das geht schnell, wenn du, ja, genau. Flammenwurf. So, jetzt können wir endlich rasieren, Alter. Weg mit euch, ihr Lappen, Alter. Ich denke, vor der 4. Arena kriege ich noch einen Glurak, dann werde ich es richtig leicht haben. Ja. Easy. Jetzt mit Flammenwurf sowieso. Ich kann damit... Nee, ich wollte eigentlich nur den nächsten Encounter reinmachen und gleich im nächsten Part dann nur kurz mal die beiden wegsnacken noch. Du meinst, im nächsten Part willst du die beiden Zwillinge wegsnacken? Ja, im nächsten Part gehe ich kurz die noch mal eben wegsnacken. Genau. Aber ja, davor, ich wollte halt nicht unendlich lang den Part machen, deswegen wollte ich halt nur den Encounter machen noch reindrücken. So, ich habe alle getötet. Fast alle. Ja. Da oben ist noch ein Trainer, glaube ich. Ja, der letzte. Ne, 2 Trainer noch. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? Was juckt mich Chemie, Alter? Chemie. Wie wär's, wenn du mit deiner Chemie
Sasoru und Vulpix zurückholst. Das wär's, ne? Ja, das wär's. Das tut mir echt leid, ne? Aber Sasoru wird sich, wenn er diesen Part anguckt, bestimmt freuen. Oh, ich bin ein Fukano und dann... Nein! Oh, scheiße, Alter. Passiert mal, ne? Passiert, ja, leider. Ist mir ja auch schon passiert, nur dass mein Kataravalonna halt damals unser Raupi weggekrittet hat. Dieser Wichser. Magnetilo, süß. Flammenwurf. Guck mal, wie jetzt Spongy halt einfach komplett alles zerstört, Alter. Ja. Spongy erreicht in diesem Part sogar noch Level 35. Nächster Part wird sich Spongy mit hoher Wahrscheinlichkeit entwickeln, weil wir dann gehen wir ins Rocket-Versteck. Schon? Wir machen das Rocket-Versteck vor der vierten Arena, definitiv. Ja gut, safe ist safe, ne? Richtig. Free XP, ne? Okay, die Spiele mögen beginnen. So, der Part wird dann ein bisschen länger gehen. Wir können aber da noch einen statischen Encounter holen. In der Spielhalle. Stimmt, aber wenn wir in der Spielhalle das machen, werden wir uns, Leute, gleich von vornherein die Münzen ercheaten. Und Entwicklerhaus. Gibt's da auch ein... Evoli gibt's da, ne? Ganz oben. Ja, deswegen, ja, sagte ich ja, ich hätte mir gerne einen Flamara, ne? Ich hätte gern tatsächlich einen Blitzer, ein Elektro-Pokémon. Weil dann würde ich mir Flamara holen. Mit Feuer, also Flamara holen, dann im Kaufhaus eine Attacke beibringen, eine Feuerattacke irgendwie. Ja. Wenn ich genug Geld habe. Ich würde mir, ich wünschte mein, Duflo würde mal ein paar gute Attacken lernen. Das wäre sehr hilfreich. Ja, das wird, das dauert. Oh nein. Bis. Och komm, Garados. Okay, du bist so ein Lappen, Alter. Ist das so? Ja, er tötet nicht mal einen Quatzel 10 Level höher mit Biss. Und er macht natürlich 5-mal den Duplex-Hieb, Alter. Passiert. Passiert. Ihr merkt meine Enttäuschung an über den Verlust von Sasoru. ich hätte auch gerne einen Vulpix, ja? Ich weiß, ich weiß. Warum muss dieser Scheißvieh aber auch Brille einsetzen? Hier ist das ja. Warum setzt dieses Vieh für Brille ein? Was soll das? Wie kannst du das wagen? Oh. Also ich dachte schon. Nächstes Mal machen wir eine Regel. Wenn ein Pokémon Brille einsetzt, zählt der Encounter nicht und man darf nochmal. Nein. Nein. Quatsch. Das genau, triff nochmal 5-mal, Alter. Was ist denn dein scheiß Problem, ey? Ich beiß dir gleich deinen beschissenen Kopf ab, Alter. So, weg. Ich habe alle besiegt. Der Opa mache ich dann auch im nächsten Part. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt durch und fangen den Encounter und dann beenden wir, ne? Ja, würde ich auch sagen. Der Part geht eh schon viel zu lange. Naja, fast 25 Minuten, also noch ist er im Zeitrahmen. Ne? So, Banzaichu erreicht Level 38. So. Ich gehe den Encounter holen. Warte auf mir. Zu spät. Ich bin der Meinung, da gibt es auch Dinger. So, ich muss mal gucken, ob das überhaupt... Ja, das müsste eine andere Route sein, ne? Ich hoffe mal. Nur um sicher Wie zu gehen. Wie nicht? Na, ist eine andere so, Route. So, Route 7, Route 8, ja. Ja. Ist eine andere Route. Gut. Wenn du ein Vulpix hast... Bei Gold und Silber konnte man hier... Dann konnte man hier einen Kramurx fangen. Du konntest hier auch in Feuerrot und Blattgrün, wenn du richtig heftig Cheats benutzt, Fragezeichen-Mon fangen. Fragezeichen-Mon? Ja. Ja, ich weiß, dieses und diese und dieses, ne? Ja, du weißt, was ich meine. Mhm, genau. Ich glaube, hier gibt es auch Vulpix und Fukano.
Ich habe jetzt schon Schrecken gekriegt und ich krieg wieder irgendein nutzloses Pflanzen-Pokémon, ne? Ja. Das wär's, ne? Mhm. Fehlt dir noch ein Knuffenser? Bitte nicht. Ja, Vulpix. Fang es jetzt! Oh, fang es jetzt! Ich kläre jetzt sofort einen Superball, ne? Sofort! Oh, jetzt brauche ich gar nicht weitersuchen. Wenn du das nicht fängst, dann war's das nämlich. Oh. Ja. Da geht die Erleichterung rein, ne? Und jetzt verkackst du es nicht. Ich gebe mein Bestes. Ich werf auch von Anfang an einen Superball. Aber erstmal muss ich einen Fukano kriegen. Zum Glück habe ich einen Mirapla schon. Och Mann, geh weg, Okusan, Alter. Du bist so nutzlos. So, mal gucken. Damit ist die Arena zumindest noch besser machbar. Bis jetzt. Da ist bis es. Bis jetzt. Jetzt mach bitte nicht, bitte kein Brüller, Alter. Fang es mit einem Ball. Aber wenn Vulpix Brüller kann, kann Fukano auch Brüller. Ja, safe. Superball. Bitte. Ah. Nein! Schläfer rein. Oh, Schläfers ein, Mann! Vukano outspeedet mich! Fang es! Ich versuche es! Bitte, fang es! Ja! Oh. Ja! Oh, wir haben's doch noch, Sasoru! Du kommst doch noch ins LP rein! Uff! Ja. Bei mir auch. Komm auch nach einer Abonnentin. Oh, Sasoru, Alter. Endlich. Wir haben doch noch unser Fukano und Vulpix gekriegt. Bruder, Alter. Nach welcher Abonnentin hast du das genannt? Kannst du nicht gucken, ist auch ein PC. Ach, Kami. Ah, Kami. Alles klar. Pokémon bewegen. So, das heißt, erstmal kommt Sasoru in Box 1. Oh, Sasoru trägt ein Item bei mir. Eine Phragia-Beere. Bei mir auch, tatsächlich. Auch eine Phragia-Beere. Ha, nice. Ja. Bericht. Was denn für ein Wesen? Hitzig. Lass mich kurz schauen. Hitzig. Und es konnte Brüller. Und es kann Irrlicht, Alter. Minus Spätzdef plus Spätzangriff. Das ist gut. Irrlicht. Aber dein... das kann echt nur beschissene Attacken außer Irrlicht, ne? Ruckzuckieb ist auch noch ganz gut, weil es eine Prio ist, aber... Ja, ich kann ja hier noch eine Feuerattacke wahrscheinlich kaufen, ne? Irgendwie so, dann gucken wir uns nochmal meinen Fukano an. Wenn der jetzt Brüller kann, ne? Er kann auch Brüller, Alter. Oh. Alter, das hätte richtig... Richtig... Alter, wir haben so Glück, Alter. Wir haben so Glück gehabt, dass wir nochmal einen Account-Encounter fangen konnten. Und das kurz vor Erika, ne? Ja, kurz vor Erika. Was hat meins für ein Wesen? Sanft. Sanft ist ein neutrales Wesen. Das ist okay. Passt ganz gut. So, dann würde ich aber sagen... Mit was wollen wir im Team, ne? Mit was wollen wir uns denn später austauschen, weißt du schon? Das werden wir jetzt nach dem Part gleich besprechen. Okay. Ich würde sagen, ich beende hier den Part. Der geht jetzt schon viel zu lange. Der geht eine halbe Stunde. Ja. Es gibt gar nicht mehr viel zu sagen. Wir haben Glück gehabt am Ende. Miko hat unser erstes Sasoru gekillt. Aber dann hatten wir noch ein zweites. Da kommt basiert mal. Ich kann nicht dafür, ne? So. Ich kann nicht dafür. Wir haben dann noch hier einen statischen Encounter frei mit Münzen. Da gucken wir uns dann mal um. Aber hier bedanke ich mich mit Miko XC zusammen bei euch fürs Zuschauen. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Es wird spannend im Rocket Geheimversteck. Ja. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Part von Pokémon Feuerrot und Blattgrün Soul Link Nuzlocke mit Miko XC zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wenn ihr noch mehr von Pokémon Feuerrot und Blattgrün Soul Link Nuzlocke Challenge mit Miko XC sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier ist der nächste Part bei Miko XC.
Wenn ihr nichts mehr von mir oder MikuXC verpassen wollt, dann drückt doch auf die Vergiss-nicht-mich-zu-abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss!